Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strafkolonie Online. So, sorry, ich muss mich kurz konzentrieren. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Und genau, wir gucken mal, was so abgeht. Was so passieren mag. Fanatismus. Ja gut. Okay, wir gucken einfach mal, was hier so Phase ist. Hier steht Ronnie. Der früher übrigens auch mal Novize war. Sprechen einfach mal ein bisschen mit dem. Und ja, mal gucken, was so passieren mag. Mal sehen. In der letzten Folge haben wir mit Donny und Adalfons und Tandor ein bisschen so, ja, Kampflehre gemacht, ein kleines bisschen, und Krafttraining. Und ja, mal gucken, was uns jetzt so spontan alles ereilen mag. Nichts Besonderes, Bruder, sowas. Verstehe. Nun denn, gehabt euch wohl. So, mir fällt aber gerade mal ein, ich wollte eigentlich Roy von den Tagen erzählen, bevor Lucor über uns kam. Jetzt soll ich den dann reicht so sein. Hier bitte. Wie nickt. Freundlich. Wie nickt freundlich. Hab Dank. Wolltest du nicht hören? Hören, wie es vor Lucor war. Ich mag euch über die Zeit Zeit erzählen. Hier ist richtig viel los im Sumpf, das ist richtig geil. Ja, gerne. Ronny war damals eigentlich auch dabei, bild ich mal ein. Ronny, komm mal. Möchtest du uns begleiten? Du warst doch auch damals dabei, als Lucor über uns kam. Ihr seid ja sowas wie eine lebende Legende. Ja. Uns begleiten. Möchtest du unter? Du warst doch auch damals dabei, als Lucor über uns kam. Wartet geduldig, bis Roy seine Aufmerksamkeit auf ihn wendet. Ja, da können wir jetzt so ein bisschen Geschichtsstunde machen. Ich glaube, das ist auch ganz gut, ne? Ja, ich möchte mich an diesen Bastard nicht mehr erinnern. Ich möchte Roy von der Bruderschaft berichten, wie sie damals war. Du warst doch damals auch schon dabei und kannst sicher auch ein wenig erzählen. So, die ganzen Suchenden, die arbeiten hier fleißig, das ist gut. Er hat die Schlüssel.
für das neue Schloss. Ah ja, es gibt übrigens ein neues Schloss. An der Novizentruhe. Dafür haben wir sogar ein Item bekommen. Schlüssel. Und jetzt hat die Musik aufgehört. Das weiß ich gar nicht jetzt, wie ich das finden soll. Hat Ronny jetzt noch irgendwas gesagt? Ach so, damals. War es herrlich hier, bevor Luko vernichtet hat. Folgt mir. Hui. Folgt mir, Brüder. So. Ja, das ist jetzt natürlich doof, dass jetzt die Musik aufgehört hat. Das werde ich gleich nochmal versuchen zu ändern. So, ich möchte gleich bei der Gelegenheit in einen neu gespacerten Bereich gehen, nämlich vorne beim Stampfplatz. Da ist jetzt auch so ein schönes großes Lagerfeuer, wie ich das gesehen habe. Und dort können wir sich ja auch mal hinlassen. Wie sagt man? Niederlassen, genau. Hinlassen? Hä? Niederlassen, genau. Leicht bewölkt mit einzelnen Sternen. Hier, das hier meine ich nämlich. Dieses kleine Karree hier. Kann man ruhig auch mal nutzen. Fürs RP, wie ich finde. So. Mal kurz slash clear. Blah. Herr Ronny kann sich doch da mit neben mich hinsetzen, oder? Wer kommt da? Ich glaube, das ist Avis oder Bronco. Ach ja. Die alten Zeiten. Erwache. Zu Bronco. Nein! Erwache. Naja, ja. Ach ja, die alten Zeiten. Erwache. So. Also, Bruder. Roy, guck mal. Damals bin ich mit dem suchenden Ned hierher ins Lager gekommen. So ziemlich zeitgleich. Ich war einige Tage eher da, glaube ich. Oh, so. Jetzt muss ich mal kurz raustappen. Das heißt, ihr seht jetzt wahrscheinlich kurz ein Freeze-Bild. So. Jetzt habe ich mal ein bisschen Musik wieder gemacht. It's a kind of music. Ich hoffe, die Aufnahme ist weiter Aufnahme gewesen. Du meinst jetzt Ronny oder mich? Nee, das war ein Fail. Vergiss das. Damals waren sehr viele Gurus hier. Ich erinnere mich an Balverim. Ball Eckbert. Fuck, wen gab's denn da noch, Alter? Tugmuk. Und Ball Agaloch. Nur um einige zu nennen. Heute sind sie alle tot. Naja, fast alle. Agaloch ist ja wieder da. Und direkt an die alten Zeiten verschwommen in seinem Gedächtnis. Die nur noch verschwommen in seinen Gedächtnissen. So, ich trinke mal den Handschluck. Hört gespannt oder was hier in dem Bart.
Gregor Caius und Gor Karim waren damals noch Novizen. Außer Aga. Da warst du auch Novizen. So wie wir. Ich erinnere mich auch an Chor Gerrit, der damals noch der Waffenschmied war. Damals noch der Waffenschmied war. Chor Ricardus hatte damals das Amt des Templerführers inne. So. Ronny, komm mal. Du warst doch damals auch neu, oder? So, jetzt mal ein bisschen die Leute hier ins Gespräch entwickeln. Genau, Ricardus war damals. Genau, dann war noch Harrok da. Stimmt, von dem kann ich ja auch berichten. Ricardus, der Verräter, wenn ich mich nicht täusche. Gut, was mit Ricardus heute ist, das weiß sowas nicht. Sowas glaubt wahrscheinlich, dass er tot ist. Wahrscheinlich. Ich kann so nicht in den F-Modus gehen. Oh, so sieht's da ganz nice aus. Links der Text, Mitte Sorbas, rechts die beiden. Das passt ganz gut, finde ich. Ja, aber die Namen sagen mir alle. Ja, die Namen sagen mir alle was, aber ich sollte mit Caius von Thron als Jäger ausgebildet werden. Ja. Thron. Ich kam damals zu Zeiten, als die Bruderschaft vernichtet worden ist, 2 Wochen davor. Euch traf ich damals als Anhänger, so wie Novizen Hannibal. Stimmt! Ja, Thron. Zu Roy. Ein Templer namens Gor Nazar, na, der war ja damals auch noch, hat Thron einen Novizen angeblich brutal im Ostwald getötet. Darauf wurde Gor Nazar getötet. Du kennst doch sicher Harrok, oder? Lol, jetzt sitzt Roy unter der Bank oder in der Bank und Ronny darüber. Ungleiche Welten. Oh, Scheiße. Naja, gut. Alles klar. Will ich mal nichts gesagt haben. Roy muss Harrok kennen. Aber ich weiß nicht, ob Roy Harrok als Templer noch kennt. Das weiß ich nicht. I don't know. So. Ach, es ist schön, mit der Gothic 2 Musik jetzt hier zu sitzen. Natürlich, damals Gor Harrok und Gor Nazar kannte ich auch. Der auch angeblich für den Tod von Bal Agaloch war. Für den Tod von. Und dann wurde vom 9 Leute getötet hat. Bis er exekutiert worden ist. Ich glaube vom Orden selbst.
Ja, so ungefähr. Da war noch ein weiterer Mann. Er heißt Hannibal. War zur Zeit des Falls ein Novize. Er war mein Mentor. Und machte mich zum Anhänger. Seit meinem Unfall habe ich ihn nie wieder gesehen. Angeblich soll er heute ungläubig sein. Enos. Brummt. Ja, ja. Enos nimmt uns all die guten Leute weg. Du hast mich zu Zeiten als Suchender zu ihm geschickt. Okay, krass. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Nickt. Einige Male. Wie dem auch sei. Damals herrschte eine ganz andere Atmosphäre. Schreibt man das so? Nee. Atmosphäre. Hä? Damals herrschte eine ganz andere Stimmung im Lager. Zu wem soll ich bezüglich des Titels? Warte. Ach, Kogeret, DM 36. Kannst du bei Gelegenheit Tandor nur in Stärke teachen? Hab ihn vorhin trainiert. Aber er ist zu gut. Danke schon mal. Was ist echt DM 37. Hab Gareth angeschrieben. Moment. So, eine andere Stimmung im Lager. Ronny, komm mal. Wie waren deine Eindrücke damals? So. Gucken, was der Junge dazu sagt, der Ron. Ich glaube, ich sage jetzt nur noch Ron zu dem. Weiß nicht, welche Folge müsste das hier sein? Folge 98, ne? I think so. Ich finde, diese Ecke hier ist ziemlich cool. Das kann man so richtig als Chill-Out-Lounge finden. Und hier können wir mal sowas Bart betrachten. Ja, sieht geil aus. Lol. Ich dachte gerade, der Templer dort ist tatsächlich ein Templer. Ich dachte gerade, da steht ja ein Templer. Aber ist ja nur ein NPC. Ich fand es hier viel entspannter, sowas. Die Goers und Novizen waren sehr nett und freundlich gegen manch einen von heute. Wie nickt?
Ja, komm mal. Auch ich erinnere mich, dass es sehr entspannt war. Ach ja, der Junge nett. Ich kann mich noch genau an den ersten Tag erinnern, als ich ihn sah. Damals habe ich gestampft und er kam dazu, fühlte sich sehr, wie sagt man, sehr sehr freundlich auf. Okay, warte mal, wieso hat der jetzt hier eine zweite Spur angefangen? Hä, hab ich jetzt... Shit, ich glaube, ich habe aus Versehen gerade die Aufnahme beendet. Und... aus Versehen neu gestartet, lol. Naja, gut, egal. Naja, egal. Und da waren noch... Chor... Karosch. Richtig. Bei ihm habe ich mein erstes Training in der Einhandwaffe erhalten. Waffe erhalten. Shit, ich muss sehen, dass ich das dann synchron kriege. Ja, Karosch, ey, als ich den das erste Mal sah, dachte ich, der sei Guru. Weil der so eine Guru-Robe anhatte, die aber im so einen Novizen-Style gehalten war. Und ich dachte, das wäre ein Guru, Alter. Ach, Milan. Ich muss zugeben, an den Milan von damals kann ich mich nicht erinnern. Benny. Richtig. Benny war damals mit Ned und mir Anhänger. Rick brachte mir das Zähneziehen mal, dann war er weg. Dorian. Stimmt, Alter. Der Prügler. Stimmt. Grübelt. Verdammt, wen gab es denn dann noch? Wen gab es noch? Stimmt, Dorian. Fuck, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß, wen gab's? Zuschauer vom Untergang. Ja, stimmt. Mir seufzt. Viele haben ihr Leben gelassen. Im Namen des Schläfers. Nur wenige haben Jacket Reorgian. Ne, das sagt mir jetzt gar nicht. Nur wenige haben den Angriff von Lucor überlebt. Mir seufzt. Mir atmet tief ein und aus. Auch mich hätten die Dämonen fast erwischt. Ja, es war mörderisch. Es war mörderisch.
Echt nicht viele übrig geblieben. Tja. Stimmt, Harrok war damals Templer und ist dann Gardist geworden. Oh. Gut, dass wir nun wieder hier sind und unsere Kräfte neu formieren können. Und viele mussten wir als untot sehen. Nekromantie. Das war nicht böse. Möge es euch gut angekommen sein. Belia ist. Nee. Belias Werk. Verachtend. Und dann schon kommt gleich die Irdorat-Musik. Er leckt mich am Arsch, Mann. Das muss man sich geben. 4 bis 5 Jahre in der Kolonie. Wir sind ausgebildete Kämpfer mit Waffen, lernen einen Beruf aus. Das muss man sich geben, Alter. So wie die anderen zwei Lügner. Belia existiert wie Innos und Adanos als Ketzer, die dem Schläfer Macht gestohlen haben und nun angebetet werden als Götter, die sie nicht sind. Es sind nur Menschen. Menschen. Penis! So. Slash DM, Jonas. Bedank dich, mein Garrett. Und nun angebetet werden als Götter, die sie nicht sind. Es sind nur Menschen. Habe ich auch. Cool. Ich habe mir das in letzter Zeit irgendwie angewöhnt, dass ich, wenn ich anfange, den Überblick zu verlieren, einfach clear mache. Danke für die Geschichte. Ich werde nach dem Morgengebet ein paar oder den aus den anderen Lagen kommen. Ich denke, ich werde nach dem Morgengebet ein paar Worte an die Brüder. Achso, denen aus den anderen Lagen kann man nicht vertrauen. Es soll spezial ein Wort an die Suchenden sein. Alter, seine Grammatik, Mann. Das ist der Shit. Das ist einfach nur der Shit an die neue Generation. Wie nickt sachte. Brechen wir auf zum Gebet. So, und damit bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, diese kleine Geschichte hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao.